Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und heute sehen wir, wie man Bane nicht spielt in A-Moll. Wir fangen an. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Wir spulen das ein bisschen langsamer vor. Da ich keine Musik, die unter Copyright Share benutzen darf, werde ich meine eigene machen. Das Traurige ist, das geht noch so weiter. Das ist. Und dass die Leute trotzdem die Konzentration haben, drin zu bleiben, das finde ich sehr lieb. Ich meine, es ist klar, dass es sich hierbei um einen Griefer handelt. Das, was ich in diesem Video ansprechen möchte, ist natürlich, wie man mit Griefern umgeht. Also, wie man mit Leuten umgeht, die offensichtlich einfach sterben wollen. Ich meine, dass der jetzt einfach nur Scheiße spielt mit Absicht, ist ja wohl allen klar. Also, wie geht man mit Griefern um? Das ist eine sehr interessante Frage und eigentlich kann man das auch gar nicht so gut beantworten, denn wie bei jedem Thema gibt es darauf, zumindest wie bei jedem Thema, das Menschliche Psychologie anspricht, gibt es darauf kein wirkliches Patent, es gibt da kein Wundermittel, es gibt da nicht die eine richtige Antwort, das ist nicht 2 plus 2 ist gleich 4, ja? Egal, ob man jetzt dem zustimmt oder nicht, 2 plus 2 ist 4. Und hier gibt es das nicht. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind bei der Frage, wie man tatsächlich spielt. Mit einem Griefer im Team oder wenn ein Griefer im gegnerischen Team ist. Ignoriert ihn. Das Beste, wenn man selbst im Team ist, wo der Griefer nicht drin ist und wenn man gegen den Griefer spielt und man möchte nicht, dass er das Spiel ruiniert, ignoriert ihn. Wenn der sich auf euch drauf stürzt, der will in der Regel nur sterben. Lasst ihm einfach nicht den Spaß, dass ihr ihn tötet. Gebt ihm nicht diese Genugtuung. Ignoriert den. Ich weiß, die Verlockung ist groß, den Multi-Ultra-Mega-Kill abzustauben, aber ignoriert den. Das Einzige, was ich sagen kann. Wenn man im Team mit ihm selbst spielt, ignoriert ihn auch. Sagt ihm nichts, schreibt ihm nichts, flamet ihn nicht, heilt ihn nicht. Tut einfach so, als wäre er nicht da. Auf all seine Angriffe gegen euch, schreibt entweder gar nichts oder falls ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt einfach cool Story, Bro. Das war's. Ansonsten, Griefen ruiniert natürlich das Spiel. Und das Wirkungsvollste, was man machen kann, ist nun mal das, was Lanaya Herzchen Nastaya sagt. Reportet ihn. Ansonsten, die ruinieren Spiele. Das ist der Grund, wieso ich immer noch denke, dass in Dota 2 ein Aufgeben-Button fehlt. Weil er nun mal einfach fehlt. Solche Leute zerstören Games. Man kann nichts dagegen tun, falls man auf der eigenen Seite einen Griefer hat. Und ich würde so gerne mit euch darüber reden. Was habt ihr für Erfahrungen mit Griefern gemacht? Weil ich finde, in Dota 2 kommt das gar nicht mal so häufig vor wie in Dota 1. In Dota 1 war das viel schlimmer. Jetzt wird man reported, jetzt wird man dies, das, jenes. Aber es ist immer noch ein ernstes Thema, das wir ansprechen möchten, das ich ansprechen möchte. Ich habe keine Ahnung, was Griefen bringen soll, denn dadurch ruiniert man nicht nur sein eigenes Spiel, das ist auch die eigene wertvolle Zeit, die man hier verschwendet, sondern die Zeit von allen anderen. Klar, man fühlt sich dadurch irgendwie besser, wenn man allen Leuten das ruinieren kann. Man denkt so, ah, ich habe mich halt ausgewischt, aber ich meine, es ist doch die eigene Zeit, wenn das eigene Leben so traurig oder so langweilig ist, so von gar nichts gefüllt ist, dass man einfach so wertvolle Minuten verschwenden kann.
dann tut es mir sehr, sehr leid für denjenigen. Aber das ist eine Frage, die ich in den Kommentaren gerne mit euch besprechen würde. Was ist euer Wundermittel gegen Griefer? Was denkt ihr, was gegen Griefer funktioniert? Wie kann man sich dagegen wehren? Denn, wie gesagt, meine Patentlösung ist einfach nichts tun. Die einfach ignorieren. Dann merken die selbst, dass das null Sinn für die macht und dann der Regel geben die auch auf. Die machen hier aber genau das Falsche. Die labern darüber und geben ihm Genugtuung. In diesem Sinne also, schreibt es in die Kommentare, wie geht ihr damit um und ja, wir genießen nochmal die letzten Minuten von Bane. Das war einfach herrlich. Ich kann wieder die Musik anblenden. Okay, das ist. In diesem Sinne, Jungs, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß, das war jetzt nicht das, wie du es erwartet habt, aber ich finde, das ist ein Thema, das wir ansprechen müssen. Ich will nicht, dass nachher irgendwann mal einer unserer Zuschauer grieft. Das ist erbärmlich und das sind nicht mal Menschen in meinen Augen. Das sind irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Dankeschön fürs Zuschauen, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.